Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Zaronos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Droidin Lumia und wir sind am Stissel in der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, genau im Zwillingsgipfel, ich wollte gerade sagen in der, aber das hat ja schon hinten und vorne nicht gepasst. Wenn das bei der Anmoderation schon nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie die Folge sonst werden soll. Nee, aber wie gesagt, wir sind im Zwillingsgipfel und es gibt wieder eine Runde PvP auf die Ohren. Ich versuche halt aktuell jeden Tag eine Folge zu bringen. Und ich habe ja auch vor kurzem eine Umfrage gestartet, wo man ja auch deutlich erkannt hat, natürlich ist das jetzt nicht repräsentativ für alle, weil es sind halt eben noch nicht so viele Stimmen da abgegeben worden. Aber man erkennt ganz klar dadurch, dass ihr natürlich PvP mögt und dass ihr gerne PvP seht. Und allein schon aufgrund dessen werde ich es so machen, dass PvP auch nach wie vor immer und immer wieder kommen wird. Also das ist wirklich eine Never-Ending-Story, sage ich mal. Und PvP soll auch immer kommen. Und deswegen braucht ihr euch da auch keine Sorgen machen. Das soll auch nicht irgendwie durch was anderes ersetzt werden. Das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, sondern mir geht es einfach darum, auch mal so ein bisschen auch mal andere Sachen zu machen, da ich nicht ausschließlich nur über PvP definiert werden möchte und mich auch selber nicht nur über PvP definiere, weil WoW etc. so viel mehr für mich ist und auch für mich zu bieten hat. Und deswegen ja, will ich da so ein bisschen meinen Horizont erweitern und gerade im WoW-Kosmos sowieso natürlich auch nochmal ein paar andere Dinge machen, aber auch nichtsdestotrotz natürlich auch nochmal in ein paar andere Spiele reinschauen, egal ob jetzt Story-Games oder irgendwie noch andere Multiplayer-Games oder so. Das sind alles Sachen, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde für die Zukunft. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut auch mal sehr, sehr gerne in das Hexenmeister-Let's Play rein. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass das Hexenmeister-Let's Play schon bereits zu BFA begonnen hat. Ich glaube, die ersten Folgen sind noch in BFA und danach kam ja irgendwann Shadowlands letztendlich und dann haben wir quasi mit Shadowlands das Ganze weitergemacht. Ich habe tatsächlich da zu der Zeit, glaube ich, echt lang überlegt, ob ich es überhaupt weiterführen soll, aber ich dachte, ich habe es jetzt einmal angefangen, das Projekt, und auch wenn es sich dann über zwei verschiedene Add-ons dann gestreckt hat, war ich dann trotzdem der Meinung, dass ich das auf jeden Fall finishen möchte. Jetzt haben wir hier irgendwo Schaden kassiert. Ah, okay. Ah, okay. So. Der hat auf jeden Fall Bock, der Typ. Ich werde mich mal hier vom Acker machen. So, ich dachte, ich hab gar nicht gesehen, wo es herkam. Ich dachte, Junge, wo kommt das her? Ah, okay, ist direkt schon der nächste. Ja, okay. Das ist ein Problem. Ja, das ist sogar ein sehr großes Problem. Weil wir hier nicht mehr wegkommen. Ja, okay, es bringt nichts. Ja, okay, und das ist natürlich auch immer blöd. Deswegen, ich muss mir unbedingt dieses Addon holen. Eigentlich spiele ich WoW ungern mit Addons, aber ich glaube, es bringt nichts. Gerade für PvP sollte ich mir das mal zulegen. Nee, aber wir haben hier gesehen, dass wir leider keinen Support bekommen haben und die Hordler haben uns da gut abgefangen, dementsprechend hatten wir da leider keine Chance. Und aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung des Kanals. Also ich habe jetzt in der Zeit, wo wieder regelmäßig Videos kommen oder sogar täglich Videos kommen, habe ich echt wieder einen guten Anstieg ja, vermerken können. Es sind einige von euch dazugekommen, die auch ein Abo dagelassen haben, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Und natürlich auch haben die Videos generell an sich eine gute oder gute Aufrufe, würde ich sagen. Für die Größe des Kanals kann sich das echt sehen lassen. Und deswegen bin ich echt zufrieden. Also ich bin gespannt, was da noch so in Zukunft kommt und wer alles noch so zu uns findet. Aber aktuell gefällt es mir echt richtig gut. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, für euch Videos zu produzieren. Deswegen werde ich das auch nach wie vor weiterhin tun und auch nicht damit aufhören, weil wie gesagt, in erster Linie steht natürlich der Spaß für mich im Vordergrund und es ist natürlich auch schön, einfach eine Community irgendwie kreieren zu können, da haben wir auch schon in den letzten Folgen öfter mal drüber gesprochen, die dann eben wächst und wo man dann auch eben sagen kann, ne, was ist ein Magier? Spielen irgendwie mehr Leute in die Arkan irgendwie? Ich glaube schon, ne? Nee, aber wo man dann auch einfach sagen kann, ne, dass man wächst und dass man auch vielleicht mal auch zusammen wirklich mal Sachen starten kann. Ne? Also ich habe jetzt auch schon öfter die Frage in den Kommentaren gehabt, ob man nicht mehr zusammen zocken kann. Das ist auf jeden Fall möglich, also definitiv. Da machen wir uns nichts vor. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie so schwer beschäftigt ist, dass das nicht möglich wäre. Allerdings habe ich auch da gesagt, im Rahmen einer Aufnahme finde ich es halt schwierig, weil eine Aufnahme immer so, das ist immer so ein Ding für mich irgendwie, da bin ich halt für mich alleine. Im Livestream, wie gesagt, sind das alles Sachen, wo ich sage, auf jeden Fall. Also im... Ja, okay, jetzt werden wir hier schon... Ja.
komplett krank, wie wir hier auseinandergenommen werden. Nee, aber wie gesagt, im Rahmen von der Aufnahme finde ich das immer ein bisschen schwierig, das Ganze irgendwie zu arrangieren. Ich finde aber im Livestream finde ich das richtig, richtig cool sogar, wenn man da mal zusammen so das ein oder andere starten kann. Natürlich werde ich auch da gucken, dass ich ja mein eigenes Ding so ein bisschen mache, aber nichtsdestotrotz sollte das auf jeden Fall möglich sein. Der Typ steht nur hier rum. Eigentlich bin ich nicht so. Okay. Eigentlich bin ich nicht so, aber ich weiß nicht. Das macht das ganze Spiel kaputt, wenn man einfach nur wie so doof rumsteht und sich nicht bewegt. Und er bewegt sich immer noch nicht. Also von daher, naja, gucken wir mal, ob es irgendwie was bringt. Hallo? Achso. Mann, wie blöd, ich habe den anderen anvisiert. So, jetzt gucken wir aber mal, dass wir ein bisschen hier was reißen können. Ich weiß nicht, momentan sieht es so aus, als wenn wir nicht wirklich an die Flagge kommen. Also wir selber können sie nicht holen, weil wir da immer weggeballert werden. Ich habe es jetzt schon zweimal versucht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch hier die Horde, die hier gut Rambazamba macht. Und, die hier gut Rambazamba macht und hier rüberläuft. Da ist jetzt der Kollege, der jetzt hier die Flagge holt. Wir laufen schon mal hier rüber und versuchen, den ein bisschen anzugehen von da hinten. Aber wir sehen auch hier, dass das vermutlich nichts mehr wird. Ah, ich versuche schnell wegzukommen. Ich versuche schnell wegzukommen und die Flagge zu holen. Das hat ja auf jeden Fall schon mal gut funktioniert. Aber wir versuchen trotzdem irgendwie schnell wegzukommen. Und die Flagge zu holen. Damit wir hier irgendwie Distanz gewinnen können. Wir werden jetzt von hinten wahrscheinlich eh direkt geholt und angegangen. Da hinten ist schon, keine Ahnung, ein anderer Hayopai. Und was ich mir überlegt habe, Leute, ist auch noch so ein Ding. Ich hatte überlegt, mir nochmal... Huch. Warte, ich versuch's gleich zu erzählen. Ich muss jetzt erstmal hier gucken... dass ich hier ein bisschen Distanz gewinne. Ja. Ach du Scheiße. Das ist nicht so gut. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay, aber es ist doch, also Schmutz. Also wirklich, kann man so blöd sein. Tut mir leid, aber... Naja, egal, ich sag dazu nichts. Also dämlich, dass ich da auch keinen Support kriege und dass die Leute noch nicht mal mit zur Folge laufen, um die aufzunehmen, wenn die sehen, dass ich sterbe. Aber gut. Ich möchte nicht flamen, alles gut. Gehört dazu, ne? Und ich meine, ist ja nicht das erste und einzige Mal, dass wir hier auf die Schnauze kriegen. Aber wir sehen wirklich, dass es so rein vom Teamplay her gar nicht funktioniert. Also wir kriegen die Flagge nicht geholt von den Hortlern und wir kriegen hier auch keine Unterstützung irgendwie. Sprich, das ist hier ziemlich, ziemlich schwierig, das Ganze irgendwie zu bewerkstelligen. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, Dragonflight wird ja jetzt demnächst erscheinen, sprich, da wird das zeitlich ein bisschen knapp, aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht zu Dragonflight ein paar Let's Plays zu... Oh. Ah, okay, der... Ich habe mir vorgenommen, zu Dragonflight ein paar Let's Plays zu machen und generell einfach noch ein paar Klassen dann auf der Hordenseite hochzuladen. Das, ey, wirklich, es ist wirklich hier kompletter Krampf einfach. Weil hier einfach nichts läuft, ne? Also wirklich. Ja, okay, geht doch. Aber wenigstens mal etwas. Huch, das war falsch. Nee, aber ich habe überlegt, ein paar Let's Play-Serien wieder mehr zu machen. Einfach um zu gucken, auch wie das ankommt. Weil ich das eigentlich schon immer ganz cool finde, wenn man einfach mal so ein bisschen entspannt schnacken kann und irgendwie ein bisschen auch die Story von WoW erleben kann. Und ich habe überlegt, das Ganze mit Dragonflight zu machen. Also natürlich liegt der Fokus. Ich versuche einen Main-Char zu haben, wie ich ihn jetzt hier habe. Allerdings hätte ich eigentlich auch ganz gerne ein paar Side-Charaktere und halt eben das einfach zu spielen, was mir Spaß macht. Gerade auch so im Hinblick auf PvP hätte ich es eigentlich ganz gerne so, dass ich mehrere Charaktere zur Auswahl habe. Momentan zocke ich ja eigentlich fast nur ausschließlich mit dem Druiden PvP und habe da vorher mit dem Paladin mal auch, ich glaube, 22 Videos oder so gebracht. Aktuell zocke ich den Paladin nicht mehr so viel, der ist aber auch oder ist auch ein großer Teil des Kanals. Oh, geht mir hier auf die Nerven.
Der ist auch ein großer Teil des Kanals und deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle gar nicht so verkehrt, da auch so ein paar Charaktere mehr im Hintergrund zu haben. Ja, okay, es hat, bringt einfach gar nichts. Also wir werden einfach komplett totgekloppt. Nee, aber da so ein paar mehr Charaktere zu haben, wo wir dann auch wirklich letztendlich sagen können, ne, wir können mit dem Mann ein BG machen, wir können mit dem Mann ein BG machen, wir können verschiedene Specs ausprobieren und uns halt einfach mal so ein bisschen durchtesten und WoW auch wirklich mal wieder mit allen Facetten sehen, sodass wir halt auch wirklich gucken, ne, sodass wir halt auch wirklich gucken, wir haben die, huch, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, ich versuche mich mal zu heilen, so, ja, moin, was wir hier für Damage kriegen. Nee, aber dass wir wirklich mal versuchen, auch so ein bisschen ein paar mehr Klassen mitzunehmen und auch einfach mal ja, so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Das klingt so blöd, also ich spiele schon so lange WoW und es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig, den Horizont zu erweitern, wenn man schon vieles gesehen hat, das meiste kennt und. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie noch tagtäglich für mich selbst auch. Weil ich ja trotzdem doch nach wie vor Spaß an WoW habe, das Ganze ist mal ein bisschen so vor, auch von anderen Seiten zu beleuchten. Und aufgrund dessen habe ich mir auch überlegt, dass ich ja auch nochmal die Klassen auf der Hordenseite spielen möchte, sprich, dass ich Horde und Allianz habe und dass ich dann auch einfach, dass ich dann, ja, okay, jetzt kommt der Typ hier, dass ich dann auch einfach jede Klasse, ja gut, jetzt werden wir ja komplett auseinandergenommen. Ja, ist ja gut. Habt ihr schon verstanden? Okay. Ja, okay. Alles klar. Da hat nichts mehr gebracht, aber gut, wir sind jetzt hier eh over and out und haben hier ganz klar 3-0 verloren, leider. Also es war echt eine richtig schlechte Leistung, aber es war von uns allen irgendwie kacke. Ich habe wenigstens versucht, die Flagge irgendwie nochmal ein, zweimal zu holen, aber auch das hat irgendwie nicht mehr so wirklich gereicht. Der Gebrechenhexer hat hier ein bisschen was gerissen. Aber ansonsten war das eher so semi-gut. Und ja, worauf ich jetzt gerade eben hinaus wollte, wo war ich denn gerade dran? Genau, so ein bisschen meinen eigenen Horizont zu erweitern. Und ich wollte für mich selber einfach mal jede Klasse auf Horde und Allianz haben. Also ich suche mir immer eine Klasse aus und suche mir dann die entsprechende Rasse aus, die ich damit spielen möchte. Und würde das dann halt so auf Horde Ali machen. Außer jetzt so, weiß ich nicht, ich glaube Klassen wie der Rufer oder so. Muss ich halt mal gucken, ob ich das dann wirklich mache. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Idee tatsächlich aktuell. Und ja, an der Stelle, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Und wie gesagt, lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Damit unterstützt ihr mich tatsächlich am meisten. Und in dem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Euer Cyrunners. Ciao, ciao.